Vielleicht mal noch kurz die theoretische Frage in den Raum. Wenn man die Kriegsgefahr im permanenten Wachstumszwang erkannt hat, und zwar, wenn man dann mal über eine Postwachstumsökonomie nachdenkt, dann denke ich, wird man am Ende des Tages immer über das Problem stolpern, dass die Ökonomie im Finanzmarktkapitalismus eben ans Finanzsystem festgekoppelt ist und dass das Investorengeld flatterhaft ist. Es ist überwiegend untreu und geht sofort weg, wenn mal irgendwo eine Flaute aufkommt, was im Auf und Ab von ökonomischen Prozessen ja eigentlich normal und nur logisch ist, im Grunde die Regel. Aber wenn dann immer sofort das Kapital abspenstig wird, die Aktienkurse sinken und so weiter, dann sind alle immer permanent unter Druck und diesem Druck kann man eben nur mit permanentem Wachstum bzw. konsequentem Wachstumskurs entfliehen. Und so geht es dann auch den großen Volkswirtschaften im Ganzen. Wie könnte man jetzt das Finanzkapital zur Treue verpflichten, Schrägstrich? Wie könnte man den permanenten Drang nach Rendite bändigen, dass er sich nicht mehr durch zum Beispiel geplante Obsoleszenz im Kleinen oder letztlich durch Krieg im Großen, Beute, Zerstörung und Erneuerung sättigen muss. Dann müsste man die Wirtschaft vom Finanzsystem komplett abkoppeln, beziehungsweise von der Finanzierung durch Fremdkapital komplett abkoppeln, welches Ansinnen seinerseits auf einen unerbittlichen Interessenkonflikt hinauslaufen würde, weil dann die Gesellschaftsordnung an sich in Frage gestellt würde. Wohingegen der Einsatz von Finanztransaktionssteuern nicht nur das Leben, sondern eben auch den Besitz der Reichen und Superreichen vor einer nuklearen Katastrophe schützen würde. Nur unter anderem den von Entwertungen bedrohten erheblichen Grundbesitz zum Beispiel, sodass hier eigentlich eine Deckungsgleichheit von Interessen besteht. Tragischerweise gibt es für diese Grundproblematik sogar noch weitere potenzielle Lösungswege. Bloß bleibt das natürlich jeweils bei der bloßen Idee. Der Lobbyismus bzw. die Gesamtsituation, das Getriebensein vom Druck, die Eile der Situation verhindern ja allein schon jegliche nennenswerte öffentliche Debatte über diesen außer Kontrolle geratenen Elefanten im Porzellanladen, was wahrscheinlich auch an den anderen großen Elefanten im Porzellanladen liegt. Aber eine solche Debatte wäre eigentlich ein Schritt von der berechtigten Angst vor der Zukunft in bessere Zukunftsaussichten und könnte Entspannung bringen, könnte auch die aufgeheizte Stimmung ein bisschen herunterkühlen. Ich persönlich hoffe hier so ein bisschen auf eine solche öffentliche Debatte, weil die Reichen und Mächtigen eigentlich ebenfalls ein Interesse an der Rettung der Welt haben. Wenn sie keine wahnsinnigen Nihilisten sind oder ganz besessen von Kriegs- und Eroberungs- und Machtfantasien. Ich selber beneide jedenfalls niemanden um seinen privaten Atomschutzbunker, weil ich nicht für immer in einem Erdloch leben wollen würde. Gefangen sein in einem Erdloch als goldener Käfig 2.0 oder so. In Deutschland könnte man aber vielleicht mal zumindest von Rammstein und von Stuttgart wegziehen. Das dürften zunächst die Hauptangriffsziele sein, wegen den wichtigen Militärstützpunkten, Eukom und so weiter. Durch die Inflation momentan werden auch die Unternehmensschulden und die Staatsschulden inflationiert, so dass das System dadurch quasi auf einen früheren Zeitpunkt zurückgesetzt wird. Dadurch entsteht ein kleines Zeitfenster, bis der Druck im System wieder rasant zunimmt. Es wäre somit jetzt eigentlich der angemessene Zeitpunkt für eine Debatte über Finanztransaktionssteuern.
um den Wachstumszwang und Wachstumsdruck zu entschärfen. Nicht unerwähnt lassen möchte ich bei der Gelegenheit noch die Idee des sogenannten alternden Geldes von Johann Silvio Gesell, wodurch die Zeit im Finanzsystem quasi anfangen würde, rückwärts zu laufen. Damit könnte die Schieflage des Systems quasi entwicklungsmäßig rückabgewickelt werden. So könnte man den Zyklus des Finanzsystems quasi wieder zurücklaufen lassen und später auch wieder von vorne loslaufen lassen. Man vergleiche dazu den Roman Momo von Michael Ende. Wenn man sich jedenfalls für all solche Ideen nicht erwärmen kann, dann wird ein sogenannter Great Reset tatsächlich unausweichlich sein. Der Great Reset ist etwas, das man aktiv gestalten kann und das aber auch bei Passivität einfach von alleine passiert, im ganz passiven Fall via Kollaps. Und vor einem unkontrollierten Zusammenbruch des Finanzsystems kann man nur warnen, weil man dann erstmal ein weltweites, völliges Chaos hätte. Der Handel würde zusammenbrechen, vielleicht auch die öffentliche Ordnung etc. Ich zitiere nun also den Papst Franziskus, Doppelpunkt. Es gibt Wirtschaftssysteme, die, um überleben zu können, Krieg führen müssen. Also produzieren und verkaufen sie Waffen, so werden die Bilanzen jener Wirtschaftssysteme saniert. Waffen, Waffen und nochmal Waffen. Always look on the bright side of death.